Kiro, soll ich dir was sagen? Moni Weiß gibt's von der Enderfarm. Was sagst du? Moni Enderfarm ist. Ha, jetzt hab ich dir richtig wehgetan, du Blödmann. Du langweilst mich, das weiß eh schon jeder. Sollen wir immer wehtun? Lass uns wehtun. Beule, wehtun, Mann, wehtun. Lass uns wehtun. Willst du dich etwa einmischen? Willst du dich einmischen? Nee, nee, nee. Oh Gott, du drehst ja komplett durch. Und da vorne ist Moni. Hey, Moni. Hi. Na, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Mir geht's super. Und dir? Mir geht's auch super. Waren die Höllenkrieger bei dir? Haben die dich genervt? Nein, heute noch nicht tatsächlich. Ah, okay. Und die Testings, hat der sich entschuldigt? Nee, der war jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr da. Oha, ey, ja. Wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder was mit dem unternehmen. Sag ich dir ehrlich, tut mir voll leid, Mann. Das stimmt. Wie geht's eigentlich deiner Brücke? Bist du schon vorangekommen? Nein, noch nicht. Ich hab vor, den nächsten Streams weiterzubauen. Bis dahin bleibt ja, sie erstmal okay. So. Ich hab eine Überraschung für dich, Moni. Soll ich dir was sagen? Eine Überraschung? Ja. Erzähl mal, ich liebe Überraschungen. Ich hab erreicht, dass ein Höllenkrieger ein Item weniger hat. Echt? Welcher? Snoopy hat sein Schweinchen verloren. Ehrlich? Ja, weil ich mit Mira meinte, dass sie sowieso blufft und so und dass sie das nicht hinkriegt. Und dann auf einmal hat Mira Hokus Pokus irgendwas gesagt und so. Und dann meint die so, ja, unterschätze niemals meine Fähigkeiten. Und dann auf einmal Snoopy hat sein Item verloren. Jo, das sind gute Nachrichten. Ja, aber ich weiß nicht, ob das für immer ist. Weil eigentlich meinte ja Mira so, der Vertrag ist ja erst aufgelöst, wenn ich mich bei jedem entschuldigt habe und wenn ich die wahre Liebe, glaube ich, gefunden habe. Stimmt, da war ja ein Buch bei dir. Ja, genau. Und ich sag dir ehrlich, ich muss meinen Plan weiter durchziehen, verstehst du? Mach das, ja, das ist auf jeden Fall richtig so. Und ich habe dir was mitgebracht, das hier. Aha, danke schön. Kein Problem. Und deine Lieblingskarotten habe ich auch für dich. Danke. Sag mal, was hast du heute eigentlich noch so vor? Eigentlich gar nichts. Bisschen rumlaufen, spazieren, mit Leuten reden. Man kann ja das auch gemeinsam machen, wenn du möchtest. Gerne. Ja, okay, dann lass das machen. Das ist eigentlich echt entspannt. Hast du dein Rathaus wieder hingekriegt? Ja, die Treppen so ein bisschen kompliziert noch. Aber sonst eigentlich. Ja, okay, verstehe. Hier wurde ja alles kaputt gemacht von diesen ganzen Höllenkriegern. Das geht gar nicht, ey. Das war sogar du hier damals mit Snoopy zusammen, als ihr gesprengt habt. Ich hab hier nie was gesprengt. Die Seite hier, doch, ich war irgendwie sauer auf mich. Nein, das war bestimmt Alphasteinchen und Snoopy, die sprengen immer alles gemeinsam. In Erinnerung warst du dabei, aber kann gut sein. Ja, ich wurde gezwungen von denen, weißt du? Ich jetzt nicht. Doch, ich hatte die nie unter Kontrolle. Ja, natürlich, das würde ich doch niemals machen. Außerdem hatte ich immer einen Draht zu dir, weißt du? Guck mal hier wurde auch alles weggesprengt. Das war auf jeden Fall nicht ich, ey, dieses Haus. Das stimmt. Wird sogar abweichen, habe ich gehört. Ja, das stimmt ja auch, weißt du? Eigentlich wollte ich echt hier ein neues Haus hinbauen für dich, aber weiß nicht genau, welches Haus du magst, weißt du? Eins, was Pinkes mag ich. Ja, ich kann dir gerne was Pinkes zeigen, was Snoopy dann gemacht hat gestern. Komm mal mit. Gerne. Das ist wirklich ganz hart. Ich habe keine Elytra. Ich habe Timia geschrieben, dass ich keine Lytra habe. Wir müssen hinterherlaufen. Ich habe ja keine Lytra. Oh Gott, dann warten wir mal endlich auf Timmy. Weil meine Lytra ist ja Schrott gegangen. Bist du hier? Ich bin hier. Wieso hast du keine Lytra mehr? Kaputt ist die. Ich muss auch zur Creeper-Farm gehen. Ja, warte, ich repariere die kurz, wenn du willst. Okay, warte eben hier. Ich komme sofort. Ja. Na, ich kann sie auch reparieren. Ich muss sie eben holen. Ach so, okay, bis gleich. Bis gleich. Okay, ich hab dir die Tratami. Hier ist die. Danke dir. So, Moment. Okay, gut, dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. Okay, bis gleich. Gut, dann warten wir auf Timmy, weil er geht einmal meine Litra reparieren bei der Creeper Farm, damit ich hier auch mitfliegen kann. Ist super lieb von Timmy. Und wir haben einfach eine Rose geschenkt bekommen, Leute. Ja, die können wir mich einmal hinstellen, würde ich sagen. Weißt du was? Ich hab mir's anders überlegt. Oh, okay. Ja, und zwar werde ich dir was zeigen, was dir so noch niemand gezeigt hat. Und damit werde ich den Höllenkriegern einen Strich durch die Rechnung machen. Verstehst du? Okay, mach das. Damit werde ich eigentlich ein Statement setzen. Und zwar,
jeder wird jetzt wissen, komm mal her, jeder wird wissen, wo die Enderfarm ist, die neue. Ah, es gibt eine neue Enderfarm, oder was? Ja, es gibt eine neue Enderfarm. Die hat nämlich Kiro gebaut als Höllenkrieger. Da war er ganz stolz drauf, weißt du? Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde das dir zeigen. Du bist also die Einzige, die das weiß dann. Mit mir zusammen und Kiro natürlich. Oha, danke. Ja, das heißt, ich vertraue dir richtig. Checkst du? Ich checke. Okay, dann müssen wir einmal hier hochgehen, dann dahin. Und wenn zum Beispiel Kiro wieder Stress macht, ne? Mit seinen komischen Jeffersons oder wie die heißen, ne? Ja, genau. Dann sag einfach, ich mach deine Enderfarm platt. Haha. Bau die einfach ab dann, weißt du? Ja, verstehe. So, wir müssen einmal hier reingehen, hier runter, zack, zack, zack. Dann hier rüber. So, dann hier runter. Und dann geht's auch schon ins End. So. Du hast ja keine Angst im Dunkeln, oder? Doch, ein bisschen. Du darfst die Enderman einfach nicht anschauen und nicht ärgern. Okay, das weiß ich. Okay, jetzt musst du einfach geradeaus mir folgen. Mhm. Ich folge dir. Und dann müssen wir auch schon gleich da sein. Ach, so nah ist die Farm. Ja, die ist schon eigentlich ziemlich nah. Oha. So. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Ach, der Block, Leute. So, und da vorne, wo das Wasser ist, sind wir auch schon richtig. Ah, okay. Aha. Dann geht's hier hoch. Eine Sekunde. Hochspringen. Und dann geht's hier rein. Bitte. Oh Gott. Geht's hier rein? Gut. Geht's noch nicht rein? Denn jetzt hier rein? Doch, da muss man eigentlich reingehen. Lass mich mal reingehen. Papi. Ich glaube, das geht im Velütra, oder? Ja, warte. Man kann es aber auch mit einem Enderperle machen. Ich habe aber keine. Gib dir welche hier. Schön. Die liegen da unten. Danke. Dann versuche ich nochmal mein Glück. Und. Erde. Muss ich da reinwerfen, oder was? Ja, irgendwie schon. Oh, klappt nicht so gut, Timmy. Oh, er hat es geschafft, Leute. Hast du es geschafft? Nee, ich schaff's nicht. Du musst einfach nur reinwerfen. Ah. Wo ist er hin? Ah, siehst du, wenn du es reinwirfst, dann geht's. Und jetzt musst du mir folgen und zwar nach da unten. Okay. Aber man muss da runterspringen. Überleben wir das? Ich hab keine Lytra. Warte, ich geb dir deine Lytra, Moment. Die geht kaputt, die hat keine Haltbarkeit. Also, die geht kaputt, ein Leben. Dann musst du. Warte, level die eben. Egal, ich könnte. Ja, ich mach das kurz. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann warten wir einmal hier. Ich habe übertriebene Angst vor Endermännern. Ah, da kommt er schon, Leute. Okay, er ist repariert. Oh mein Gott. Er ist repariert. Auf. Super. Oh, hier ist die Lytra und so, fertig. Danke. Und das heißt, wenn du jetzt was brauchst, dann kannst du da hingehen, weißt du? Okay, mache ich, danke dir. Und ich habe dir noch Enderperlen mitgebracht, da gibt es sowieso mehr als genug. Ah, danke. Hier, die schenke ich dir. Außerdem ist das hier echt ein schöner Ort, guck mal, wie pink das hier alles ist. Stimmt, alles lila hier. Und ich glaube, hier ist man auch gut für sich alleine, weißt du? Und vielleicht wäre das hier ein guter Ort. Um zu fragen, ob wir nicht wieder was Ernsteres haben wollen, weißt du? Timmy? Ja? Ich bin gerade frisch geschieden. Ich möchte erst mal ein bisschen Ruhe für mich haben. Oh ja, das kann ich verstehen. Ja, das sollte jetzt auch nicht unangebracht sein. Ich wollte nur fragen, halt, ob du schon bereit bist, weißt du? Okay, ich bin nicht ganz bereit. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Du sollst dir auf jeden Fall Zeit lassen und das muss ja auch dein Herz wollen. Verstehst du? Das muss ja... Ist hier gerade jemand reingegangen? Ich glaube nicht. Ja, dieses eine komische Licht und das hat so angehört, als wenn jemand hier drin ist. Ich glaube nicht. Ich sehe hier keinen. Ich sehe auch niemanden. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, weil du weißt, die Höllke sind nicht mehr auf meiner Seite und das heißt nichts Gutes. Weißt du, die können jederzeit mir wehtun oder so. Das stimmt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir erstmal nicht zusammen sind, weil wenn wir nicht zusammen sind, dann können die mir zum Beispiel mit dir nicht wehtun, checkst du?
Ich verstehe. Und somit wäre das dann eigentlich auch sicher. Aber trotzdem will ich weiterhin auf jeden Fall an deiner Seite sein und für dich da sein, falls du irgendwie was brauchst oder so. Okay, danke dir. Und wann machst du deine Brücke weiter? Wahrscheinlich am Samstag. Oder am Sonntag. Ah, okay. Ah, okay. Warte. Oh. Hey, ja, Moni? Oh, pass auf, Enderman. Oh, warte, ich mach ihn fertig, Ich rette dich! Mach ihn platt! So, ist er weg? Nein, nicht an mir. Er ist immer noch da. Wo ist denn der Blödmann? Warte, ich mach ihn platt. Oh mein Gott. Wo ist er? Oh Gott, so, danke. Okay. Jetzt kein Enderman mehr anschauen. So. Wir müssen aufpassen jetzt. Okay, sehr gut. Komm mit. Wir müssen wieder in die Mitte gehen. Die sind echt richtig aggro, ey. Die drehen voll durch, sag ich dir ehrlich. Hä, wo geht's hier hin? Wo ist hier hin? Ich glaube hier lang, ja. Und dann in die Mitte springen. Okay, super. Dann bist du wieder da, wo du dein Bett gemacht hast. Oh. Okay. Was macht Tobi da? Oh, ist er gerade geflogen? Hallo? Hä? Ja, hallo? Warte mal, ey, was machst du denn hier? Tobi! Lang nicht mehr gesehen, ey! Ja. Timmy, tsch, vorsichtig. Was ist los? Hier geht's gerade richtig ab. Wo denn? Was? Wieso bist du... Was? Wie? Wieso bist du... Siehst auf einmal so anders aus als sonst. Ach so, ich hab den richtigen Weg gefunden. Okay. Komm mit, Alter! Oh Gott. Den Höche. Tobi? Moni, Timmy, pass auf. Freunde, wir holen dich einfach! Ah, Kero! Was willst du? Mit dir muss ich später noch reden, aber... Oh nein, jetzt sind alle Verrückten da. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier? Diese ganze Bande! Alle Höllenkrieger vereint oder was? Was ist das denn hier? Und warum ausgerechnet bei meiner Stadt? Ich kann nicht mehr zu Hause chillen wegen denen. Oh Gott, aber der Vorteil ist, dass ich hier wohne. Ich kenne alle guten Verstecke zum Zuhören. Okay. Wir können Steinchen beobachten. Und Tobi ist da hinten. Oh Gott, Steinchen und Tobi müssen aufpassen. Kann schlecht ausgehen. Ah ne, es sind Timmy und Tobi. Oh, das ist eine gute. Gut. Du, wenn man so nett drauf ist. Aber Kiro ist ja komplett verrückt geworden. Oh, die drehen alle komplett durch. Sag dir ehrlich, Kiro hat einen Dachschaden, ja? Dann hier, ja. Beule ist größenwahnsinnig. Sagt die ganze Zeit, er will draufgehen, damit er stärker wird und so ein Quatsch, okay? Okay. Und dann, Bro, der Beste ist Snoopy und Alpersteinchen, ja? Die komplett durchdrehen und auf jeden gehen und denken, sie sind unantastbar. Ja, ich merk's. Ich geh jetzt immer gucken, was da abgeht, weil ich muss Trilan, glaube ich, helfen. Kiro ist da so ein bisschen... Kiro macht irgendwelche komischen Sachen, behaltet ihn auf jeden Fall im Auge und der ist richtig gefährlich gerade. Okay. Ja, okay. Hast du das mitbekommen, ey? Der ist einfach auf dich losgegangen. Ich bin weggeflogen schnell. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Und was hat der da komisches geblabbert, ey? Wie als wenn er irgendwie besessen ist von irgendwas. Stimmt, so richtig komisch hat er gesprochen. Meinst du, das ist von diesem Shotower oder wie der heißt, dieser Jabara da hat? Ich habe keine Ahnung, ich denke schon. Und ich sag dir ehrlich, viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, dass dieser Jabara da hat irgendwie Mira ausgetauscht haben soll oder irgendwie das nicht die echte Mira ist manchmal. Wie? Das muss ich auch überprüfen. Ja, da haben richtig viele in den Kommentaren geschrieben, das ist nicht die echte Mira, ja? Hä? Was soll das jetzt hier? Hallo, hey! Weiß ich nicht, war das nicht? Das ist voll gruselig, was ist das für ein Sound? Ich hab nichts gehört. Oh, hier ist ein Pfeil im Boden. Nein. Das war nicht das. Das war so ein. Ruh. Komm mal mit, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Die sind bestimmt da oben. Okay. Die sind bestimmt da oben. Ich werde auch Kiro sagen, wenn ich ihn sehe, dass ich das Geheimnis erzählt habe mit der Enderfarm. Okay. Ich werde es ihm sagen, Bro. Er muss wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Das kann doch nicht sein, dass der Typ sich hier. Dass er schon wieder von diesem Shuttle war oder so.
okay, sag mir nur eine Sache, besessen okay? Ist. Was geht gerade in deinem Kopf ab, dass du so krank in deinem Kopf bist, okay? Sag ich mir sag das mal so, Shatter war es groß, Shatter war es mächtig, Shatter war wird ja alles besiegen. Junge, du bist ein Abtrünniger. Siehst du, was ich meine, Timmy? Er ist komplett am Durchdrehen. Aber warte mal, Kiro, komm her, ich geb dir das Wort, aber nur du. Kimi, beobachte, was bitte passiert, Kimi? Ey, Alpensteinchen, komm her, ich muss dir was erzählen. Hey, Kimi, Alter, warum hast du kein Hellkrieges in drin hier? Hey, weißt du das nicht? Hey, wie sieht es normal aus, Alter? Junge, Kiro und uns. Viel Spaß, Kiro. Ciao. Hey, Fortnite. Ja, wir haben dich verbannt, Junge. Hä, hey, wirklich jetzt? Ja, und Snoopy hat sein Item verloren wegen mir. Hey, Kiro! Soll ich dir was sagen? Moni weiß jetzt von der Enderfarm. Jeder auf der YouTube-Reise wird wissen, wo die Enderfarm ist. Ha, jetzt habe ich dir richtig wehgetan, du Blödmann. Du langweilst mich, das weiß eh schon jeder. Sollen wir immer wehtun? Lass uns wehtun. Junge, Beule! Wehtun, Mann, wehtun! Lass uns den. Willst du dich etwa einmischen? Willst du dich einmischen? Willst du dich einmischen? Nee, nee, nee. Oh Gott, du drehst ja komplett durch. Der ist ja komplett am Rad. Was ist denn mit dem los? Die gehen überhaupt nicht voll Angst, Alter. Ich muss dem helfen, Mann, aber nicht die Zap. Wo ist Timmy? Timmy? Wo was ist er? Shatter, was ist los? Deine Seele wird auch noch besorgt. Nee, meine Seele Shatter wird deine Seele auch noch verzehrt. Nee, kriegt er nicht. Wo ist... Junge, diese Lache. Timmy! Wo ist er? Gott, der Heilige. Kiro dreht komplett am Rad, Leute. Alter Schwede. Ihr habt ja gemerkt, wie er gerade drauf ist. Junge, ich hab sogar gerade Angst vor dem bekommen. Mit diesen zwei Stimmen. Oh Gott, irgendwas mit diesem Shatter, aber ich glaube, dieser Shatter aber hat ihn irgendwie das Gedächtnis hier verspült. Er dreht ja komplett durch irgendwie. Naja, das ist aber gar nicht so wirklich unsere Sorge. Denn dieser Shatter wird niemals zu meiner Seele kriegen. Dafür sorg ich schon, Leute. Also, das kann. Ja. Ganz einfach vergessen. Aber ich würde sagen, das war's auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Und Kiro dreht einfach komplett durch. Ich check es nicht, man. So, was weiß ich, Leute. Aber ciao, ciao, Leute.